Komfortabel könnte man allerdings auch die Situation beim ersten FC Saarbrücken nennen. Am Dienstag gab es den 2:1-Erfolg bei der TuS Koblenz. Es war der 5. Erfolg in dieser Liga in Folge und eigentlich damit auch klar der Nichtabstieg. Stefan Sieger, in der ersten Halbzeit, quasi in der Nachspielzeit, schaffte er seinen 7. Saisontreffer und brachte den ersten FC Saarbrücken da am Dienstagabend in Koblenz auf die Gewinnerstraße. Und dann wieder einmal Nico Zimmermann mit klasse Vorarbeit und Pisano mit dem viel umjubelten 2:1 Siegtreffer für den ersten FC Saarbrücken. Und dieser Jubel bedeutet für einen, nämlich für ihn, sehr viel Arbeit. Sportdirektor Dieter Ferner, er kann jetzt planen für die kommende Saison. Er kann sich jetzt neue Spieler anschauen, aber er kann auch heute ganz gelassen zuschauen beim Spiel des ersten FC Saarbrücken gegen Werder Bremen 2. Frank Grundhefer. Und eine gute Nachricht gibt es schon vor Anpfiff. Marc Leron Diesel kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FCS stehen. Also der befürchtete Dominoeffekt, dass nach Mann und Zeit ein Spieler nach dem anderen geht, den will der Verein unbedingt stoppen. Er bleibt in jedem Fall Giuseppe Pisano. 8 Treffer bislang, trotzdem nur der Platz auf der Bank, auch weil er ein bisschen angeschlagen ist. Jürgen Luginger beginnt heute mit Özbek auf der 10 und Fuchs im Sturmzentrum. Sonne satt im Park, 28 Grad. Der FCS kann heute den Klassenerhalt faktisch klar machen. Aber die erste Möglichkeit hat Bremen. Hartmann. Und Werder kämpft hier gegen den Abstieg. 4 Punkte trennen die Hanseaten von einem Nicht-Abstiegsplatz. Die Chance ist also noch da. Und die Mannschaft von Thomas Wolter hat auch die nächste Chance. Wieder Hartmann. Und Ronneburg, Sie sehen, die Weißen kommen hier nicht her. Nur um die Punkte abzuliefern, Enver Mariner kommt hier zu spät. Abwehr und Torhüter sind also schon gleich zu Beginn richtig gefordert. Die nächste zeigenswerte Szene. Der FCS kommt. Sitko und wird dann abgefangen. Kevin Schindler in der Mitte, positioniert sich Felix Groß. Aber auch ein Supertalent darf mal den Grobschlächtigen geben. Aber die Saarbrücker Defensive in dieser Szene nicht ganz sicher. Chance noch nicht vorbei. Laurent klärt. Und das war wirklich eine richtig gute Möglichkeit für Bremen. Aber Felix Groß, das Talent der Bremer, sieht dämlich aus, kennt aber jeder Fußballer eine solche Situation. Ja, das hätte die Führung für Werder sein können, ohne Zweifel. Lerondi und Co. müssen sich sammeln. Und Jürgen Luginger dürfte es spätestens jetzt reichen. Eine Viertelstunde gespielt und noch keine echte FCS-Chance. Doch dann arbeiten sie daran. Druck aufbauen auf den Bremer Strafraum. Dann Sieger. Und Stiefler. Fuchs kann den Ball nicht kontrollieren. Jetzt aber, jetzt ist der FCS erwacht. Prima Chance. Wie schon in den letzten Partien braucht Saarbrücken ein bisschen, um richtig in das Spiel zu kommen. Fuchs im Pech. Insgesamt aber gute Aktion von Sieger und Stiefler. Danach sieht es eher ungelenk aus. Stiefler hat da die Saarbrücker Führung auf dem Kopf. 4.800 im Park und nochmal blau-schwarz. Nico Zimmermann auch schon 8 Saisontreffer. Und dann Fuchs, der wühlt und kämpft. Aber er hat kein Schussglück oder soll man hier lieber sagen, kein Kopfballglück. Setzt sich gut durch, aber noch kein Treffer. Trotzdem, obwohl die Spannung für den FCS raus ist, das Team versucht Chancen zu erarbeiten. Zimmermann richtig knapp. Herr der ruhenden Bälle, das ist Nico Zimmermann. Einer der Köpfe des FCS. Saarbrücken spielt sich jetzt frei, übernimmt das Kommando ohne zu glänzen. Aber was hat die Mannschaft nicht alles geleistet in den letzten Wochen? Da darf man auch mal durchschnittlich spielen. Dann Foul hier. Gegen Zimmermann.
Gelb für Schopenhauer. Geht ungestüm rein. Zum Glück keine Verletzung bei Zimmer. Und Saarbrücken schickt die nächste Angriffswelle auf das Bremer Tor. Stiefler mit dem Versuch aus der Distanz, Van der pariert. Manuel Stiefler hat sich in dieser Mannschaft festgespielt, mit guter Form in den letzten Wochen. Und Jürgen Luginger kann sich schon mal Gedanken machen, wie sein Team in der zweiten Halbzeit den Ball auch mal im Tor unterbringt. Aber eine Chance hat der FCS noch vor dem Gang in die Kabine. 120 Sekunden vor dem Pfiff, der die Halbzeiten teilt. Fuchs. Aber er trifft die Kugel nicht richtig. Halbzeit im Park, 0:0. Und Giuseppe Pisano, der tauscht Zärtlichkeiten aus mit Physiotherapeut Frank Sänger. Beide sitzen aus zugegeben unterschiedlichen Gründen auf der Bank. Aber die Stimmung ist trotzdem prächtig. Und mit ihm geht es in den zweiten Abschnitt. Nico Zimmermann soll in engem Kontakt zu Eintracht Braunschweig stehen. Aber beim FCS macht man sich noch Hoffnung, dass er vielleicht doch bleibt. Sollte er gehen, könnte Alban Meha aus Trier geholt werden. Das ist noch Zukunftsmusik, zweite Halbzeit. Dann Zimmermann auf Schuck, gerade eingewechselt. Und Stefan Sieger mit dem 1:0. 66. Minute. Bis dahin war nichts passiert und dann 7. Saisontreffer für Sieger. Schöne Vorarbeit von Zimmermann und Schuck. Und Sieger abgebrüht, perfekt, wie er das macht aus diesem Winkel. Hast du einen Lauf, dann hast du eben einen Lauf. Gegen Ende der Rückrunde gehört der 1. FC Saarbrücken zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Der 6. Sieg in Folge winkt eine unglaubliche Serie, der sich offenbar auch Thomas Wolter beugen muss, auch wenn es kein gutes Spiel von beiden Teams ist. Der FCS führt verdient. Und Bremen versucht es nochmal. Ikeng. Und dann die gute Tat von Enver Marina. Heute nicht immer ganz glücklich in seinen Aktionen, aber hier ist er sehr sicher. Die Gäste wollen den Ausgleich, aber die Aktionen sind nicht wirklich brandgefährlich. Dann kommt Giuseppe Pisano für Fuchs. Der Mann, der die Torgarantie in den letzten 3 Spielen eingebaut hatte. Und jetzt dürfen die Fans noch auf ein weiteres Tor hoffen. Er positioniert sich, dann Le Rondy. Aber der Ball kommt nicht zu Pisano, sondern zu Sieger. Beziehungsweise Pisano verlängert auf Sieger. Und der im Stile eines Stürmers, der defensive Mittelfeldspieler. Und ordentliche Parade auch von Christian van der. Und so sieht's aus. Jürgen Luginger und Thomas Wolter, 2 Trainer, 2 Welten. Erleichterung und Anspannung nur wenige Meter voneinander getrennt. Kurz vor dem Ende, dann Werder, Trinks und Lennarty, der Eingewechselte mit der Chance hier. Balogun im Bild, aber die Möglichkeit hatte T, auch einer aus der jungen Garde. Aber das war's dann auch im Park. Wenig Schönes, aber, und das ist hervorzuheben, der 1. FC Saarbrücken gewinnt auch das 6. Spiel in Folge. Unglaublich stark ist das und jetzt ist der Klassenerhalt wasserdicht. Großes Kompliment an Team, Trainer und Club. Saarbrücken besiegt Bremen 1:0. Auch dank eines sehr guten Stefan Sieger. Es war eine harte Arbeit, ein dreckiger Sieg, aber das Glück hat man dann halt auch mal, wenn man einen Lauf hat wie wir, dass man dann solche Spiele gewinnt. Sieger trifft. Und Saarbrücken bleibt Drittligist. Jetzt kann nichts mehr passieren, auf jeden Fall. Nein, wir waren uns ja letzte Woche schon recht sicher, auch durch die Leistung, was die Mannschaft immer gebracht hat. Und heute hat sie wieder eindrucksvoll bewiesen, sage ich mal, nach den vielen englischen Wochen. Ja, kräftezehrenden Wochen nochmal so ein Spiel bei der Hitze hingelegt, war schon toll. Und Giuseppe Pisano, er bleibt zwar heute ohne Treffer, aber das wird er angesichts des erreichten Saisonziels sicher ganz locker nehmen. Ja, und die Fans nehmen es auch locker. Einige Spaßvögel unter ihnen haben gesagt, auch nur noch 8 Punkte bis zum Relegationsplatz um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Aber Scherz beiseite, der 1. FC Saarbrücken hat eine gute Note abgegeben in dieser Saison und steht zu Recht in der 3. Liga und hat den Abstieg, denke ich, auch zu Recht
verhindern können. Also auf ein neues in der kommenden Saison in der dritten Liga beim 1. FC Saarbrücken. Die anderen Ergebnisse des heutigen Tages. Jan Regensburg, Aalen 1:1, Eintracht Braunschweig, Kickers Offenbach 2:1. Carl Zeiss Jena, Wacker Burghausen 1:0. Damit so gut wie abgestiegen, Wacker Burghausen. Heidenheim gegen Babelsberg 1:1. Dresden unter Haching 4:0. Saarbrücken, Werder Bremen, das Tor haben Sie gesehen. Sandhausen, Koblenz 0:0. Wien, Wiesbaden gegen Rot-Weiß Erfurt 0:1. Und Aalen gegen Stuttgart bzw. Bayern gegen Hansa Rostock morgen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Hansa Rostock in einem guten Zustand bei Bayern auflaufen wird. Denn Hansa Rostock hat es eigentlich geschafft. Beziehungsweise andere haben es für Rostock geschafft. Durch die Niederlage von Wien, Wiesbaden ist Hansa Rostock aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Was man im eigenen Stadion jetzt während der Woche gegen Sandhausen nicht packte, hat Erfurt bzw. Wien für einen erledigt. Hansa Rostock also herzlich willkommen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Im Moment auf dem Relegationsplatz, Sie sehen es mit 58 Punkten, Rot-Weiß Erfurt, dahinter Dresden und Wien Wiesbaden, Kickers Offenbach mit 57 Punkten. Natürlich auch noch in Schlagweite. Auf Rang 7 im Moment mit 50 Punkten der 1. FC Saarbrücken. Also tolle Leistung für Saarbrücken. Wir schauen in die zweite Tabellenhälfte. VfB Stuttgart 44 Punkte führen das an. Der andere Aufsteiger Babelsberg auch 44 Punkte, hat sich auch achtbar geschlagen. Und der nächste Gegner des 1. FC Saarbrücken, Freitag 19 Uhr Unterhaching auf Rang 13. Da muss man auch nochmal die Kräfte bündeln, um dann in Unterhaching auch eine gute Leistung abrufen zu können. Und im Moment auf den drei roten Plätzen, die den Abstieg bedeuten, Wacker Burghausen, Werder Bremen und Bayern München. Also alles gut gelaufen für den 1. FC Saarbrücken. Und Sie haben es in der Tabelle gesehen, nach diesem Sieg des 1. FC Saarbrücken bei der gleichzeitigen Niederlage von Burghausen in Jena auch rechnerisch. Alles klar, der 1. FC Saarbrücken hat den Abstieg verhindert, bleibt in der dritten Liga. Und wir gehen noch einmal in den Saarbrücker Ludwigspark. Da ist er zugeschaltet, der Sportdirektor Dieter Ferner. Hallo Herr Ferner und erst einmal Glückwunsch zu diesem Klassenerhalt. Ja, danke Herr Demuth. Wird es heute Abend eine kleine spontane Feier geben? Nein, glaube ich nicht. Wir haben ja jetzt noch drei Meisterschaftsspiele. Dann steht noch das Pokalspiel in Dillingen an und danach können wir dann ein bisschen ans Feiern denken. Heute gab es ein 1:0 gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen. Nicht schön, aber auch nie gefährdet. Wenn Sie Ihrer Mannschaft eine eigene Note geben wollten heute, wie fällt die aus? Nein, man sollte jetzt auch nicht zu kritisch werden heute. Wir haben heute unser Saisonziel erreicht. Jetzt können wir einen Strich praktisch unter die Saison ziehen. Dafür muss ich noch mal der Mannschaft ein großes Kompliment machen und natürlich dem Trainer Jürgen Luginger. Ja, insgesamt sind Sie ja im Moment in einer sehr komfortablen Situation. Drei Spieltage vor Ende, klar, wohin die Reise geht, nämlich dritte Liga. Sie können planen. Wie sehen denn im Moment Planungen personell bei Ihnen aus? Also wir planen grundsätzlich für die dritte Liga. Die Personalien, die hier innerhalb der Mannschaft geklärt werden müssen, die sind ja bekannt. Es handelt sich da jetzt um Nico Zimmermann und Marc Lirandi. Da kann ich im Moment noch nichts Abschließendes sagen, aber ich hoffe, das wird sich in den nächsten 8 bis 10 Tagen dann auch klären. Gerüchte haben sich ja heute auch verdichtet, dass Marc Lirandi bleibt. Können Sie da schon genaueres sagen? Kann ich im Moment noch nichts genauer sagen. Es ist halt so in dem Geschäft, die Unterschrift muss erst unter dem Vertrag sein. Dann kann man auch solche Meldungen rausgeben. Nico Zimmermann war in den letzten Wochen, in den letzten Spieltagen das Maß der Dinge in dieser Mannschaft, der Kern dieser Mannschaft, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht gerne hören werden. Aber wie kann man ihn halten oder ist er vielleicht schon weg? Braunschweig wird ja da immer im Moment genannt. Nein, soviel ich informiert bin, hat er bisher noch auch bei keinem anderen Verein seine Unterschrift unter dem Vertrag gesetzt. Und solange das nicht der Fall ist, rechne ich mir immer noch Chancen aus. Ist ja kein großes Geheimnis, dass Nico auch mit einem Zweitligisten in Verbindung steht. Und wenn sie dann solch einen Gegner hat, dann ist es natürlich auch ganz, ganz schwer, dann solch einen Kampf zu gewinnen. Der Name Alban Meha ist da gefallen, ein Spieler aus Trier, der ihn gegebenenfalls ersetzen könnte. Haben Sie sich den schon mal angesehen? Ja, wir waren zum Beispiel am Freitagabend, ich war am Freitagabend mit Jürgen Luginger dort. Ich hatte ihn mir vorher schon mal angesehen. Da muss jetzt halt mal drüber nachgedacht werden, ob das dann dieser Spieler ist, den Nico ersetzen könnte. Aber darüber ist auch noch kein abschließendes Urteil gefallen. Abschließend vielleicht noch ein Wort in Sachen Zuschauer. Knapp der Schnitt 5.000 in dieser Saison. Der Verein ist damit zufrieden. Das Stadion wirkt manchmal dennoch ein wenig leer. Was will man tun in der kommenden Saison, außer gut Fußball zu spielen?
Gut, als erstes muss die Mannschaft wieder annähernd so spielen, wie sie hier sich zum Ende der Saison präsentiert hat. Denn der sportliche Erfolg steht dann natürlich über alles. Dann kommen auch die Zuschauer ins Stadion. Aber ich möchte dieses Thema eigentlich nicht nochmal hier anstoßen. Natürlich kommt es darauf an, in welcher Spielstätte man da spielt. Und dann muss man einfach sagen, der Ludwigspark ist zwar ein schönes Weltkulturerbe oder wird mal ein schönes Weltkulturerbe, aber ist nicht mehr zeitgemäß, um hier Profifußball bieten zu können. Ein gutes Schlusswort, Dieter Ferner, auch in die Zukunft gerichtet. Ihnen danke dafür und noch einen schönen Abend. Danke sehr. Ja, Dieter Ferner hat es gesagt, da wird noch einiges zu tun sein beim 1. FC Saarbrücken. Und verabschieden wollen wir uns jetzt mit dem Tor des Tages. Stefan Sieger, Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.